Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. So, und wir wollen jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass unsere Stadt vielleicht noch weiter wächst. Und wir entsprechend weitere Sachen freigeschaltet bekommen, die wir uns dann hier bauen können. So, zunächst mal wollte ich mir hier mal einen Überblick verschaffen. Also das mit dem Verkehr sieht ja hier irgendwie schon mal nicht so wahnsinnig gut aus. Ich denke, da müssen wir irgendwann mal Abhilfe schaffen. Sonst haben wir bald ein dickes Problem. Gut, aber ich denke mal, mit größeren Straßen weiterzuarbeiten ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. So, wir brauchen, was brauchen wir? Industriegebiete. Die werden wir uns mal am besten hier drüben hinbauen. Hier hatten wir ja auch schon angefangen. Ich denke, hier sollten wir auch weitermachen. Vielleicht ein bisschen nach oben, obwohl hier auf dem Berg. Weil ich gerade mal schauen muss, wo haben wir uns denn angefangen breit zu machen. Okay, hier haben wir uns angefangen breit zu machen. Wir könnten natürlich auch schon neues Gelände kaufen. Aber ich denke, wir haben eigentlich erstmal genug. Von daher würde ich sagen, dass wir vielleicht einfach mal eine Brücke hier rüber bauen. Denke ich, wäre die beste Idee. Dann machen wir das mal. Eine breitere Straße. Die lassen wir am besten mal hier starten. Okay, hier sollten wir dann mit der Brücke anfangen, würde ich mal. Ah, er macht es sogar ganz automatisch. Okay, praktisch. Na, machen wir die mit einem oder mit zweien? Machen wir mit einem. Sehr hübsch. Ist ja gut geworden. Gefällt mir. Na, so. So, vor allem mir ist dieses dreckige Wasser hier ein Dorn im Auge. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding. So, und vielleicht sollten wir dann auch gleich hier sehen, dass wir hier eine Verbindung zur Autobahn bekommen. Wir hatten doch hier, genau, Kleeblattkreuzung. Ist natürlich sauteuer. Na, die können wir hier auch schon gar nicht mehr hinbauen, ne? Und das hier. Boah, kann man das nicht da. Kann man das hier nicht hin? Ne, kann man scheinbar nicht. Kann ich denn das irgendwie auch drehen? Nee, geht auch nicht. Ah, muss ich hier etwa alles separat machen? Ganz einfach von einer Autobahn zu einer anderen dreispurigen Autobahn ableiten. Indem Sie klicken oder die rechte Maustaste gedrückt halten, können Sie diese Ach so. Ah, okay, alles klar. Aber irgendwie bringt das ja nichts hier, oder? Wobei das natürlich sinnvoll wäre, wenn wir das hier hinbauen könnten. Muss ich da erst alles abreißen? Ort bereits belegt. Und wenn wir das jetzt einfach mal wegplanieren hier. Machen wir einfach mal. Mal sehen, was passiert. Ah, nun mach schon. So rum wollen wir das doch haben. Boah, muss ich hier noch mehr wegmachen?
Passt aber irgendwie nicht. Oder? Nee, passt irgendwie nicht so wirklich. Moment. Moment mal. Da drüben passt's. So, und hier müssen wir es passend machen. Mit dieser hier. Gut, na, das passt. Das passt hier nicht wirklich. Na, das kriegen wir auch noch passend. Und zwar... Ah! Stopp! Falsch! Nee, so gefällt mir das nicht. Gut, dann müssen wir doch noch ein bisschen wegreißen. Damit wir hier einfach ein bisschen mehr Platz haben zum Bauen. Und dann machen wir das. Ach, das sind jetzt hier so in eine Richtung, wa? Ja, scheiße. Wenn ich das jetzt anklicke, ist das dann hier auch die richtige Richtung? Na. Ja, okay. Gut, sieht jetzt nicht schön aus. Aber kann man mit leben, glaube ich. Okay, ja. Gut, sieht jetzt zwar nicht wirklich gut aus, aber was soll's. So, dann müssen wir die hier natürlich noch irgendwie mit dem Rest hier verbinden. Aber wie? Nicht hier zwei einzelne, das ist doch Scheimkleister, oder? Okay, wir probieren das jetzt einfach mal. Achso, Moment, wir müssen das gerade machen. Und dann einmal. Und dann... Ja, siehst du, da geht's schon los. Okay, also das ist jetzt echt ein Problem scheinbar. Da müssen wir dann wohl doch kleinere Straßen nehmen und die miteinander verbinden, oder? Gut, das war auch keine gute Idee. Dann versuchen wir es mal ganz mit den ganz einfachen Straßen. Vierspurig. Vierspurige Straße. Das ist das und das geht natürlich nicht.
Jedenfalls nicht so, wie ich mir das denke. Okay, ich bin da gerade ein wenig überfragt, wie ich das jetzt am besten mache. So, und wenn ich jetzt diese hier. Das ist Autobahn, zweispurig. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Ach, meine Stadt braucht mehr Strom. Ja, kümmere ich mich als nächstes drum. Das geht immer nur an eine. Gut, und wenn wir das jetzt mal quasi ganz simpel machen. Nee, dann aber gebogen, würde ich sagen. So, einmal. So. Wahrscheinlich eine bescheuerte Idee, weil sich dann da alles stauen wird, aber im Moment habe ich keine bessere. Genau. So. So machen wir das jetzt. Okay. Wie gesagt, nicht schön, aber selten. So, gut. Jetzt brauchen wir. Ach hey, wir brauchen Strom. Okay. Und meine Einwohner verpfeifen sich. Scheiße. Das ist natürlich jetzt Mist. Was haben wir hier? Kohlekraftwerk. Das kann ich mir mal nicht leisten. Eieiei. Ja, was, das reicht doch auch nicht aus. Ja gut, dann muss ich jetzt erstmal ein Kohlekraftwerk hier hin basteln. Am besten auch da hinten hin. Bohren kein Wasser? Moment, stopp mal. Das geht jetzt aber hier im Boden zu weit. So, wo bauen wir denn jetzt das Kohlekraftwerk hin? Am besten da, wo es niemanden weiter stört. Aber wo stört es niemanden? Das ist jetzt die Frage. Moment, jetzt muss ich mir hier mal einen Überblick verschaffen. Okay, fangen wir mal mit Wasser an. Die brauchen also Wasser. Wieso, Wasser ist doch da? Das will mir jetzt nicht so ganz einleuchten. Wasser ist doch alles da. Gut. Kohlekraftwerk. Bauen wir mal hier kleine Straße weiter. So, und dann stellen wir da hinten ein Kohlekraftwerk hin. Geht leider im Moment nicht anders. So, jetzt brauchen wir hier noch die Verbindungen, die Leitungen. So, jetzt sollten wir zumindest für den Moment das Problem gelöst haben. So, was heißt denn das jetzt? Sind die alle abgehauen? Oh ne, jetzt haben wir wieder plus 829. Okay. Ja, flott, die sind da schnell zufriedenzustellen gewesen. Ach, verflucht, jetzt habe ich hier. Jetzt geht's. Junge, Junge. Okay, da habe ich jetzt ja viel Zeit verplempert. Nur um hier eine Straße zu bauen. Falls da jemand eine bessere Idee hat, kann er mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Genauso wie über ein Abo und einen Daumen hoch. Bis dann.